Klares, sauberes Wasser. Das ist das, was wir uns alle wünschen. In Bächen, Quellen, Flüssen, Seen, als auch als Grundwasser. Der Mensch durch sein Tun, sei es in Form von Industrie, sei es in Form von Bau, sei es aber auch in Form von Landwirtschaft, ist hierfür verantwortlich, dass sein Werken nicht zu stark auf das Wasser auswirkt. Betrachten wir in diesem Zusammenhang die Landwirtschaft und die Gesetzeslage für die Landwirtschaft. Es gibt viele rechtliche Rahmenbedingungen, an die die Landwirte sich halten müssen. Zum Teil sind sie sehr undurchschaubar geworden. Es muss viel bilanziert werden, Stoffstrombilanzen, Düngebilanzen, Düngebedarfsermittlungen, und ähnliche Geschichten müssen aufgezeichnet werden. Es muss dokumentiert werden und dargelegt werden. Aber man merkt an der Aufzählung, es geht alles um Dinge, die in Papierform geschehen. Um Daten, die zusammengetragen werden. Um Daten, die miteinander verrechnet werden. Um Daten, die zum Teil nur auf Messwerten und zu einem großen Teil auf Faustzahlen beruhen. Dieses Zusammenspiel der Daten ist letztendlich auch eine Achillesferse im System. Denn dieses kann ganz einfach ausgehebelt werden, indem Düngemittel, vor allem organische Düngemittel, eingesetzt werden, die keine Lieferscheine mit sich bringen. Zu Deutsch, es gibt einen Schwarzmarkt für organische Düngemittel. Ich will mich jetzt aber nicht darüber auslassen, was und wie alles möglich ist, am Gesetz vorbei tätig zu werden, sondern einfach nur schauen, inwieweit die Gesetze überhaupt wirken. Und hier ist der nächste Punkt. Gesetze stehen zum Teil anderen Gesetzen entgegen. Ich denke an die Sperrfristen der Stickstoffaufbringung. Zum einen gibt es die Sperrfristen, zum anderen gibt es Gesetzeslagen, die wie Sperrfristverlängerung wirken. Ich spreche hier einmal die Maßnahme oder das Verbot der Düngung auf gefrorenen Flächen, die tagsüber auftauen, hervor. Dieses ist bis vor 2 Jahren gängige Praxis gewesen, denn das Befahren gefrorener Flächen ist bodenschonend. Es hinterlässt keine Spuren und keine negativen Auswirkungen auf den Unterboden. Da das dieses nicht mehr so möglich ist, sind frühe Düngemaßnahmen mittlerweile Geschichte. Aufgrund der verlängerten Sperrzeiten wird aber immer mehr, vor allem Gülle, im Frühjahr gefahren werden müssen. Und diese Maßnahme bewirkt, dass die Düngung mit Gülle immer später erfolgt. Demgegenüber steht der Klimawandel. Die Vegetation beginnt in den letzten 20 Jahren bestimmt eine Woche früher. Und im Frühjahr gibt es mehr und verstärkt Frühjahrs- und Frühsommertrockenheit und die Abreife ist auch bis zu 14 Tage eher als wie vor 20 Jahren. Das heißt, der Stickstoffbedarf ist auch gut 10 Tage eher als vor 20 Jahren. Und die späte Düngung hat ein Problem. Es sind organische Dünger. Sie müssen erst umgesetzt und mineralisiert werden, bis sie zur vollen Wirkung kommen. Dadurch, dass sie aber immer später gefahren werden, findet diese Umsetzung und Mineralisierung nicht mehr richtig statt. In der Trockenheit passiert nicht viel und erst mit der Bodenbearbeitung nach der Ernte im Sommer werden diese organischen Dünger vollständig mineralisiert. Und der Stickstoff, der darin gebunden war, kommt oftmals erst im Herbst zur Wirkung und wird im Herbst durch die zerthaften Pflanzenbestände nicht mehr vollständig aufgenommen, so dass das Problem gar nicht die Gülledüngung im Herbst, sondern die Problematik der verzögerten Düngung im Frühjahr ist. Darüber hinaus müssen wir ohnehin die Effizienz reduzierter Düngung für den Grundwasserschutz in Frage stellen. Es gibt auch schon ältere Untersuchungen, vor allem aus Frankreich, indem man eine 20% reduzierte Düngung mit dem Anbau von Zwischenfrüchten vor auch Verwinterungskulturen verglichen hat.
Und der Anbau von Zwischenfrüchten war dreimal effektiver als das Reduzieren der Düngung. Hier zeigt sich ganz eindeutig, dass wir uns über ganz andere Dinge Gedanken machen müssen als einfaches Düngungsreduziersystem, wie wir uns das im Moment vorstellen. Ein weiterer Punkt bei der Düngung ist das Phosphor. Es werden nach der neuesten Düngeverordnung phosphorbelastete Gebiete ausgewiesen. Wir müssen uns aber klar sein, dass Phosphor nicht wie Stickstoff in erster Linie in wasserlöslicher Form, sondern fast immer an Tonpartikel gebunden ausgetragen wird. Das heißt, beim Verlust von Phosphor ist das größte Problem Erosion per Wasser und Wind, als auch die innere Erosion, der Verlust von kleinen, feinsten Schluff- und Tonteilchen mit dem abfließenden Wasser, beispielsweise durch die Drainage. Eine gesetzliche Maßnahme, die auch den Phosphoreintrag erhöht, ist eben das Verbot, auf gefrorenen Flächen Düngung zu betreiben. Da auf gefrorenem Boden ohne Spuren gefahren werden kann, aber das nicht mehr getan werden darf, erfolgt die Düngung jetzt später, meistens bei feuchten Böden mit einem entsprechenden Spuranteil. In diesen Spuren tritt Erosion verstärkt auf, weil das Wasser nicht versickern kann. Und somit werden Tonteilchen mit Phosphor anhaftend verlagert und in Oberflächengewässer abgeschwemmt. Wir sehen, Erosion ist ein großer Faktor für die Eutrophierung von Gewässern mit Phosphor. Also müssten wir eigentlich alles daran tun, dass wir die Flächen möglichst bewachsen halten, möglichst grün halten und immer bewachsen halten, damit wir weniger Erosion haben. Dieses Grün und Bewachsen halten ist auch wichtig für die Stickstoffbindung, denn so macht es die Natur. Alle Nährstoffe immer im Kreislauf halten, die in den Boden kommen, wieder aufnehmen, in Pflanzenmasse einbinden und wieder abgeben durch Verrottung. Bei unserem Gesetzgeber scheint dieses System noch nicht angekommen zu sein oder er scheint es nicht zu verstehen. Denn im Moment wird alles getan, dieses System des Grünhaltens des Ackers für Anfänger unmöglich zu machen. Ich beziehe mich dabei auf das Verbot von Glyphosat. Das Grünhalten des Ackers ist ideal, aber ich muss ihn auch wieder umbrechen. Das Grünhalten der Äcker ist eigentlich die Maßnahme schlechthin, um Nährstoffverluste einzudämmen. Sei es die Erosion zu stoppen und so den Phosphoraustrag zu dämmen, als auch andersrum die Nährstoffe im Boden aufzunehmen und in Pflanzenmasse einzulagern. Dieses Grünhalten funktioniert aber nur, wenn ich die Möglichkeit habe, den Acker möglichst ohne Bodenbearbeitung mit einer neuen Kultur zu bestellen. Denn bei einer Bodenbearbeitung wird wieder die Mineralisation angeschoben und die Nährstoffe freigesetzt und der Acker für den Zeitraum bis zum Auflaufen, zum Teil bis zur Bodenbedeckung der nächsten Kultur, ist der Erosion preisgegeben. Hier liegt auch die Achillesferse der Biolandwirtschaft. Im Biolandbau brauche ich in der Regel Bestände oder Böden, die offen sind, weil mit organischem Material obendrauf Striegel und Hacke nicht funktionieren. Deshalb müssen wir uns darüber Gedanken machen, ob es nicht ein Fehler ist, die Totalherbizide zu verbieten und somit die Biodiversität einzudämmen, gerade vor allem für Betriebe, die in eine grüne Landwirtschaft einsteigen möchten. Die möglichst ganzjährig begrünten Flächen bieten über den Gewässerschutz hinaus noch viele andere Vorteile. Sie stellen Habitate für Wildtiere als auch Insekten dar. Sie bieten Überwinterungsquartiere in dem organischen Material. Und all diese Punkte sind die, die wir in der letzten Zeit so schmerzlich vermissen.